Hallo zusammen und willkommen zu meiner neuesten Spielevorstellung. Ich zeige euch heute Heroes of Might and Magic 6. Oder Might and Magic Heroes 6, wie es mittlerweile heißt. Wobei ich Heroes of Might and Magic bevorzuge als Beschreibung. Ja, was ist Heroes of Might and Magic? Es ist ein Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Also ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und wie der Name schon sagt, wir haben Helden. Sieht man hier unten. Und wir haben Städte, so wie diese Stadt hier. Und ich zeige euch in meiner Vorstellung mal die Nagas. Also das neueste Volk, was seit Heroes of Might and Magic 6 hinzugekommen ist. Wir haben zwei Helden zu Beginn. Und zwar einmal Irina, unsere Kampagnenheldin. Dies ist die dritte Mission der Naga-Kampagne. Nur mal so als Einblick. Und Shangbo, unseren Zweithelden. Ja, ich stelle das Spiel vor, weil zum einen, weil ich es eigentlich gerne spiele, aber zum anderen auch, weil es ziemlich schlechte Kritiken eigentlich gekriegt hat, grundlos, finde ich. Es gibt eigentlich nur zwei kleine Mankos an dem Spiel. Das ist einmal das Uplay, also dass man eingeloggt sein muss, um alle Funktionen nutzen zu können, was ein bisschen doof ist bei einem Singleplayer-Spiel eigentlich. Und wie das, die Heldenentwicklung ist ein bisschen schlecht durchdacht, aber das erkläre ich nachher. Also, wie ich gesagt habe, wir haben Helden und Städte. Und das erste, was wir machen müssen, ist unsere Stadt verwalten. Dazu klicken wir mal auf die Stadt, dann kriegen wir hier den schönen Stadtbildschirm, in dem wir uns die Gebäude in der Stadt angucken können, den Dorfplatz, das Korallenheiligtum und die Riffbarriere. Das ist alles, was wir bis jetzt besitzen. Wenn wir auf den Dorfplatz klicken, kommen wir ins Baumenü hinein. Hier können wir mal gucken, was wir bauen können. Das erste Wichtige, um unsere Goldsteigerung zu erhöhen, ist ein Marktplatz. Den bauen wir mal. Der kostet 2 Holz und 2 Erz. Haben wir beides genug? Und da ist der Marktplatz auch schon. Den können wir jetzt auch anklicken, um Ressourcen zu tauschen, falls es nötig sein sollte. Jetzt aber fürs Erste ist das nicht nötig. Dann können wir die Stadt wieder verlassen und kommen wieder auf den Hauptbildschirm. So, das Erste, was ich mache, ist hier den Holzstapel einsammeln mit meiner Hauptheldin. Und mit meinem Zweithelden, von dem ziehe ich jetzt alle Truppen zu meiner Hauptheldin ab. Das geht nur im sechsten Teil. In allen anderen Teilen müssen die Helden mindestens eine Einheit behalten, sonst sterben sie. Aber im sechsten Teil ist es halt möglich, alle vom Helden abzuziehen. Wenn der Held dann halt einem feindlichen Held begegnet, ist er tot. Ist er einfach weg vom Fenster, ohne dass er sich wehren kann. Ja, unsere Ziele können wir uns hier angucken. Die fasse ich mal kurz zusammen. Wir müssen diese vier Städte hier erobern. Und zwar bevor die Nekromanten, die wir hier haben, die anderen drei erobern. Also sie halten bereits eine Stadt, sind damit im Vorteil uns gegenüber. Dafür halten die Orks noch zwei Städte und die letzte Stadt ist neutral, die ist weiß. Steht auch im Besitz von neutral, also die gehört noch keinem. Die sollten wir deswegen als erstes einheimsen. Nein, da habe ich mich verklickt. Du bleibst schön in der Stadt. Ich möchte nämlich sie gerne haben. Und dann können wir mal gucken, dass wir hier uns ein paar Ressourcen holen. Und ja, es kommt gleich zum ersten Kampf gegen 76 Kappas. Das machen wir doch gleich mal. Und wir kommen aufs Schlachtfeld. Die gegnerischen Kappas dürfen zuerst ziehen, jedenfalls die stärkeren. Die Kappa Shoya. Es gibt nämlich jede Kreatur in zwei Stufen. Einmal die Grundstufe, die Kappas und einmal die Kappa Shoya. Das sind die Verbesserten. Die haben also bessere Fähigkeiten. So. Was wir in jeder Runde, hier unten sieht man übrigens die Rundenleiste, also alles was ausgegraut ist, ist in dieser Runde nicht mehr aktiv. Alles andere darf noch ziehen und hier sieht man auch die Reihenfolge. Dürfen wir in jeder Runde unseren Helden benutzen, um Zauber zu beschwören. Und zwar sieht man hier, wir haben verschiedene Zauber.
Die können wir sogar sortieren. Aber wir bleiben jetzt mal bei alle. Das erste, was wir beschwören können, wäre kollektive Eisrüstung. Oder Wasserelementare. Beschwören wir Wasserelementare. Hier oben in der Ecke. Und hier oben sieht man schon, wir haben einen Tränenreputationspunkt bekommen. Also das ist sowas wie die Charaktergesinnung. Wir können entweder Blut oder Träne bekommen. Dadurch verändert sich der Charakter so gesehen in gut oder böse. Also Blut ist mehr böse und Tränen ist mehr gut. So, nun sind unsere Kappas am Zug. Die lassen wir aber erst einmal warten. Dadurch rücken sie nach ganz hinten in die Reihe. Jetzt sind unsere Wasserelementare dran. Die können Eisblitz zaubern. Damit können wir schon mal die Kappas des Gegners dezimieren. Am besten die hier. So. Und der Gegner springt mit seinen Kappas direkt vor uns. Gut, unsere Korallenpriesterinnen sind dran. Das sind magische Fernkämpfer, die können also alles angreifen, solange nicht um sie herum ein Gegner steht. Dann greift doch mal die Kappas von meinen Kappas an. So. Als nächstes sind die Heilsoldaten dran, die schlagen einfach zu. Genau. Und jede Kreatur hat die Möglichkeit, einen Gegenschlag zu machen. Also... selbst wenn man zuschlägt, muss die eigene Kreatur auch befürchten, was einzustecken. Aber pro Runde ist eben nur ein Gegenschlag möglich. Das sieht man hier. Diese Kappas hätten Gegenwehr. Diese haben keine. Deswegen gehen wir zu denen runter. Und schlagen sie. Und der hat es auf unsere Korallenpriesterin abgesehen. Hm. Das ist nicht so schön. So. Jetzt zaubern wir kollektive Eisrüstung. Das bedeutet, alle meine Einheiten kriegen jetzt mehr Schutz. Meine Kappas kann ich immer noch nicht springen lassen, weil ein Gegner in der Nähe ist. Deswegen schlage ich einfach mal zu. So. Meine Eiselementare müssen noch warten, bis sie ihren Zauber wieder benutzen können, noch eine Runde. Deswegen greifen sie einfach mal normal an. Und jetzt dürfen sich meine Haikrieger auch wehren. So, meine Korallenpriesterinnen sind im Nahkampf gefangen. Deswegen sollte ich sie einfach mal wegschicken. So. Irgendwie haben es alle auf meine Haikrieger abgesehen. So, mittlerweile ist die Fraktionsfähigkeit ziemlich aufgeladen. Das ist die hier unten. Und zwar jedes Mal, wenn ich einen Gegner angreife, lädt sich dieser Balken hier auf. Und wenn er hoch genug ist, kann ich sie benutzen. Also ich kann jetzt schon Stufe 3 benutzen. Je nachdem wie voll er ist, kann ich halt nur schwächere Stufen benutzen. Also wenn er zum Viertel gefüllt ist, Stufe 1. Wenn er halb gefüllt ist, Stufe 2. Und wenn er zu Dreiviertel gefüllt ist, Stufe 3. Und bei ganz gefüllt hat, Stufe 4. Und zwar macht meine Fraktionsfähigkeit, also die der Sanktuarium-Fraktion, kriegen mehr Verteidigung und mehr Lebenspunkte und einen Eisschild. Deswegen mache ich das doch mal an. So, jetzt kann ich mit meinen Haikriegern diese Kappas schlagen. Der Kappa hat sich jetzt gerade selber getötet. Und da meine Kappas immer noch zu nah dran stehen, glaube ich, überspringe ich mal... Oh, jetzt habe ich auch Verteidigung gekriegt. Überspringe ich mal mit ihnen die Runde und greife lieber mit meinen Wasserelementaren an. So.
Und damit haben wir unseren ersten Kampf gewonnen. Ja, wir haben die paar Kreaturen verloren und sie haben viel mehr verloren. Und wir können uns das Gold hier holen. So, jetzt reiten wir mal in die Richtung hier oben. Weil hier oben sind aggressive Haikrieger. Achso, die Haikrieger da, die können wir übernehmen. Machen wir das mal in der nächsten Runde. Und jetzt beenden wir die Runde mal. Jetzt sind schon die Nekromanten unterwegs. Und bauen ihre Stadt auf. Ja, wir gucken müssen, dass wir uns beeilen, dass wir eine der Städte holen, bevor sie sich holen. So, aber erst einmal geht der Stadtaufbau weiter. Halle der Helden brauchen wir nicht unbedingt. Einen verzauberten Teich hätte ich gerne, aber dafür habe ich nicht genug Holz. Deswegen... Ich könnte die Stadthalle ausbauen, aber nein. Deswegen heuere ich lieber die Kreaturen an, die es noch zum Anheuern gibt und gleich damit mal die Verluste von dieser Schlacht aus. Oder mehr als aus sogar. Die sind trivial, deswegen hole ich mir erst einmal das Gold hier. Und dann hole ich mir da oben die Truppen in der nächsten Runde. Und schon haben die Nekromanten ein zweites Dorf genommen. Und wir kriegen Haikämpfer dazu. Und können das Sägewerk erobern. Dadurch kriegen wir jetzt pro Runde 2 Holz. Als nächstes machen wir mal die Orks da weg. Sind nur 50 Stück. Ist also nicht ganz so viel. Und ja, jetzt greifen wir erst einmal einfach mit unserer Heldin an. Die hat nämlich auch einen ganz normalen Angriff, den sie einmal pro Runde benutzen kann, anstatt zu zaubern. Meine Kappas lasse ich warten. Meine Priesterinnen lasse ich die Stampfer angreifen, weil die die stärkere Version der Schläger sind. Meine Haikrieger lasse ich nur verteidigen. So, jetzt dürfte ich theoretisch... Wie funktioniert der Zauber? Achso, darf sich kein Hindernis befinden. Also er kann nicht über den Baumstamm springen. Dann geht er einfach mal weg. Wenn die Orks nämlich dann in der nächsten Runde kommen, kann er sie anspringen. Bleibt er erstmal hier weiter stehen. Jetzt benutze ich wieder die Eisrüstung, weil die Orks ja schon ziemlich nah rankommen. Und Orks halt physische Kämpfer sind. Und schwäche wieder die Schläger. Oh, und sie hat, kann ich mal kurz das Ereignisprotokoll aufrufen... Ja, hier steht's. Gute Moral für Korallenpriesterin. Wenn eine Einheit Moral bekommt, darf sie noch einmal einen Zug machen, aber halt einen Zug mit halber Stärke. Also sie darf nur halb so weit ziehen und kann nur halb so viel Schaden machen. Außer sie hat natürlich Glück. Das war nämlich jetzt gerade noch das Glücksboni, der ist noch auch noch dazu gekommen. Steht hier, trifft Stampfer mit Glück. Bei Glück machen Einheiten halt mehr Schaden, also sowas wie ein Crit. Ah, die kommen bedrohlich nah ran an meine Korallenpriesterinnen. Deswegen gehst du, Haisoldat, einfach mal da unten in den Weg. Du hältst nämlich ein bisschen mehr aus. Genau, das kostet uns gerade mal einen Haisoldat. Und der Haisoldat schlägt zurück und macht einen Haufen Schaden. Jetzt kriegt aber auch... Ja genau, die Stampfer haben eine besondere Fähigkeit. Wo ist sie denn? Ja, der Stampfer darf zweimal angreifen.
Das hat der Schläger nicht, weil er nur die schwächere Variante ist. So, jetzt darf ich endlich mal den Sprungangriff benutzen. Und mach so die Schläger tot. Gut. Irina kann mal wieder normal angreifen. Da ihr Angriff ziemlich stark ist. Ihr wartet. Du machst einen Blitz. Und du schlägst sie K.O. So. Sehr gut. Zweite Schlacht gewonnen. Hier haben wir eine Truhe. In einer Truhe können wir uns entweder aussuchen, ob wir das Gold nehmen oder ob wir es in Erfahrung investieren, was ich eben gerne mache. Und Holz. Jetzt können wir endlich den Teich bauen. So. Sieht man, hier haben wir den verzauberten Teich. Hier können wir jetzt Kappas ausbilden. Sollten wir auch gleich mal machen. Auch wenn es nur 8 Stück sind. So. Jetzt heißt es erstmal weiter umgucken. Wir brauchen nämlich Erz und Holz. Deswegen gucken wir mal, ob wir uns mit den Kappas, ja, den können wir uns anlegen. Aua, wenn sie nicht gerade sowas machen. Deswegen geht es erstmal wieder gleich eine Eisrüstung. Erster Zauber, der schützt nämlich meine Soldaten. Und die Kappas sind weit genug, dass wir sie direkt angreifen können. Und jetzt können sie selber nicht mehr springen. Schießen wir vielleicht mal auf sie. Und die schlagen wir. Irina lassen wir normal angreifen. Und schlagen mit unseren eigenen Kappas drauf. Und ja, wenn man im Nahkampf einen Glückstreffer landet, dann kommt eine kleine Zwischensequenz. So, und jetzt noch die hier weg. Und wieder gewonnen. Ja, das sind die kleinen Anfangsscharmützel, die sind nicht ganz so heftig. So, hier haben wir eine Sammelflagge, die ist was Besonderes. Die gibt uns nämlich mehr kann ich mal kurz zeigen. Warte, wie ruft man das nochmal auf? Ah ja, genau, Doppelklick, so. Und zwar das Heldenmenü. Hier haben wir erst einmal das Heldeninventar. Also was sie so mit sich rumschleppt. Ziemlich viel. Was ich mal etwas abgeben könnte. Das ist für den Kopf. Hm. Oh, das gehört zur Garnitur des Propheten. Umhang. Was für ein Umhang habe ich bis jetzt? Ah, da ist der Umhang. Schicksalskraft und minus ein Glück für feindliche Kreaturen. Verteidigung und Lebenskraft. Da ist der schon mal besser. Hier haben wir Schuhe. Ah, aber gut, das wollte ich nicht zeigen. Also hier haben wir unsere Einheiten natürlich. Und hier die Reputation halt. Also in der Mitte ist das die neutrale Fähigkeit. Also je nachdem, in welche Richtung man geht, schaltet man Fähigkeiten frei. Irina ist in Richtung Tränen gegangen, also kann sie Gleichmut benutzen. Die erste Fähigkeit. Die zweite Fähigkeit kriegt sie erst, wenn sie 1000 Tränenpunkte zusammen hat. Dann kann sie Tsunami benutzen. Ja, das wollte ich nicht zeigen. Dynastieboni, nein. Fähigkeitenbaum des Helden, genau, auf den wollte ich eingehen. Und zwar, es gibt 3 Fähigkeitsbäume. Einmal Macht,
Magie, also Might and Magic, und die Heldenfähigkeiten. Irina ist eine Magierheldin, deswegen kann sie auch auf Magie der dritten Stufe zurückgreifen, hier unten. Macht hat sie leider die dritte Stufe nirgendwo. Aber sie kann wenigstens die ersten beiden Stufen lernen, zum Beispiel die Verteidigung und den Angriff, was sie stärker, also ihre Einheiten im Kampf stärker macht, die sie anführt. Magie hingegen kann sie bis zur dritten Stufe nach unten lernen. Und das hier ist jetzt halt der kleine Knackpunkt, warum das System hier ein bisschen, naja, ist. Früher war es nämlich so, wenn ein Held ein Level abbekommen hat, hat er sich aussuchen können, erst einmal sogenannte Spezialisierungen, also Angriff, Verteidigung, Belagerungsgeräte, weiße Magie, dunkle Magie und so weiter. Und das hat er halt hat man als Held halt in Stufen steigern können. Also am Anfang war man Angreifer-Anfänger, dann Angreifer-Fortgeschrittene, Experte und ich glaube es gab sogar Meister, also 4 Stufen. Hier ist es jetzt so, beim Level-Up kriegt man einen Punkt und den packt man irgendwo hinein. Also zum Beispiel in Eisrüstung, kollektive Eisrüstung, Wassermagie halt. Das Ganze ist dann halt hier ein bisschen eingeschränkter als in den alten Teilen, weil mit weißer Magie Experte zum Beispiel konnte man fast alle Zauber von weißer Magie, also Lichtmagie hier, lernen. Und halt auch sehr gut einsetzen. Hier kann man das leider nicht mehr so wirklich, weil hier man hier auf die Punkte beschränkt ist. Sonst hätte ich halt hier unter Wasser schon so gut wie alles freigeschalten. Außerdem gab es seit Heroes of Might and Magic 5 dann noch die Spezialisierungen für die Fähigkeiten. Also zum Beispiel bei Verteidigung konnte ich Lebenskraft auswählen. Dann hatten meine Truppen halt dauerhaft mehr Lebenspunkte für den Helden. Oder bei Angriff, Kampfrausch, dann hatten sie mehr Angriff. Es ist so gesehen keine schlechte Idee, das so zu machen, wie es jetzt hier ist, aber es ist nicht ganz so gut durchdacht worden, finde ich. Also teilweise sind gerade Machthelden den Magiehelden total unterlegen. Das merkt man zum Beispiel in der Menschenkampagne. Da muss man gegen Nagas kämpfen in der dritten Mission. Und die können halt mit Ketten blitzen. Das müsste unter Luft sein, genau, mit dem Blitzstrahl, mit dem Kettenblitz alles wegschleudern. Und man muss als Machtheld tatenlos zusehen. Das hätten sie wirklich etwas besser lösen können. Aber das sind wirklich die einzigen beiden Mankos, die ich finde an dem Spiel. Einmal die Sache, dass man ins Konflux eingeloggt sein muss, um alles zur Verfügung zu haben. Also allein schon die, kann ich es mir anzeigen lassen. Nein, das sind Kreaturendetails. Hier genau, die Dynastiemerkmale, also die Boni, die man dann am Anfang bekommen kann. Also, dass man, in dem Fall habe ich mir ausgesucht, dass meine Helden mehr Magieschaden haben und dass ich mehr Kreaturen pro Woche bekomme. Das zweite sind halt die Dynastiewaffen hier unten. Die kann man für alle Helden freischalten und auch allen Helden zur Benutzung geben. Aber eben, wie gesagt, nur wenn man ins Konflux angemeldet ist. Also Offline-Zocken spielen ist ein bisschen schlecht. Ja, und nochmal zurück zu den Fähigkeiten, weil den letzten Reiter habe ich euch noch gar nicht richtig gezeigt. Hier sind halt die Fähigkeiten des Helden, die Hauptfähigkeiten noch zusammengefasst, die nicht unter Macht und Magie fallen. Also einmal die Fraktionsfähigkeit, die ich vorhin erklärt habe. Die vierte Stufe ist übrigens noch gar nicht freigeschalten. Genau. Dann der Heldenangriff, also was ich mit Irina ein paar Mal jetzt gemacht habe in dem letzten Kampf. Die, was für Besonderheiten hat. Hier zum Beispiel steht, dass mein Held 10% mehr Schaden bei Einheiten anrichtet, die nur noch 30% ihrer ursprünglichen Größe haben oder weniger. Und hier unten ist die Spezialisierung, also das ist was Allgemeines.
Hier, das sind allgemeine Fähigkeiten, die man bei der Heldenerstellung, wenn man nicht gerade Kampagnenhelden hat, wählen kann. Also dieser Held, also Irina hat zum Beispiel von Anfang an den Zauberheldentum. Der ist eigentlich hier unter Fähigkeiten, müsste der irgendwo sein. Genau unter, wo ist er? Kriegsrufe, genau. Heldentum, Taktikfähigkeit, der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil er Glück und Moral der Einheiten steigert. Das hat übrigens auch jeder Held. Führungskraft steigert, erhöht die Chance auf Moral und Schicksalskraft die Chance auf Glück der Einheiten. Und ganz rechts hier haben wir halt den Reputationsbaum, also ihre Anfangsfähigkeit. Wenn Sanktumskreaturen nicht angreifen, kriegen sie halt für die nächste Runde mehr Schaden und Verteidigung. Damit kann sie Gleichmut zaubern. Ach, das ist gar nicht mal so schlecht. Kostet halt viel Mana, aber Irina als Magierin hat auch viel Mana. Und zum Schluss kann sie Tsunami lernen. Also mit Gleichmut kann eine gegnerische Einheit 4 Runden lang nicht angreifen. Und mit Tsunami können sie halt Gegner zurückschleudern und betäuben. Also zurückschieben auf die Gegnerseite. So, aber so viel zu dem Thema. Jetzt gehen wir erstmal. Okay, in der Stadt haben wir jetzt nichts mehr zu machen. Sollten wir mal gucken, dass wir in die Richtung kommen, wo die Stadt ist und die einnehmen. Denn der Gegner erobert gerade Stadt um Stadt. Und wir wollen ihm ja die letzte Stadt nicht freiwillig überlassen. Es gibt übrigens besondere Gebäude auf der Karte, zum Beispiel hier die Waffenschmiede, in der wir die Macht des Helden einmalig erhöhen können. Ah, ich vergesse immer. Naga-Helden haben die Besonderheit, sie können auf Wasser laufen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und da haben sich die von der Nekropole die dritte Stadt geholt. Was nicht so gut ist. Heilsoldaten. Armschienen des Druiden. Ich will mich erstmal hier in meinem Gebiet etwas näher umgucken, weil ich brauche noch eine Erzmine. Die müsste hier auch irgendwo hoffentlich stehen. Genau, da ist die Erzmine. Die wird voll Erdelementaren bewacht. Und hier haben wir einen Ausguck, mit dem wir weiter sehen können. Also der deckt Sachen in unserem Umfeld auf. Okay, dann zeige ich euch noch den Kampf gegen die Erdelementare hier. Neutrale Elite-Einheiten, die sind also etwas stärker. So, und jetzt können wir wirklich mal Gleichmut benutzen auf die Stärkeren. Und die können jetzt eine ganze Runde nichts machen, 4 ganze Runden nichts machen. Sieht man hier unten auch, die müssen einfach warten, während ich die anderen angreifen kann. Die sich aber auch heilen können und auch auf mich solche Zauber wirken können. Ah, du kannst nicht weit genug laufen in der nächsten Runde, deswegen gehen die Heilsoldaten mal vorwärts. Und auch die Kappa können hier rumgehen, weil die können sich ja nicht bewegen. Und die sind sowieso langsam. Kann ich mit... Was bringt eigentlich nochmal gefrorener Boden? Ach, damit verlieren Feinde nur Zugrunden. Ah, das können wir mal auf die Heilsoldaten. Nee, das zaubern wir am Schluss auf die Heilsoldaten. Die Kappas lasse ich erstmal wieder warten. Die Erdelementare können sich immer noch nicht bewegen. Nur die hier. So, jetzt kann ich diese Erdelementare schlagen. Und sie werden zurückschlagen.
So. Und jetzt kann ich Regeneration auf meine Heilsoldaten wirken. Und meine Kappas können die hier anspringen. So. Meine Kappas sind wieder am Zug. Die lasse ich aber erst einmal. Dafür lasse ich die Rina mal hier angreifen. Überspringe die Runde mit den Kappas. Oder beziehungsweise lasse sie warten. Jetzt sind die Erdelementare wieder feindselig. Also aggressiv. Deswegen greifen wir erst einmal die hier an. So. Und ja, meine Heilsoldaten haben jetzt durch den Regenerationszauber Leben zurückgekriegt und konnten wieder auferstehen. Die lasse ich einfach verteidigen. Und die Kappas ziehe ich mal aus dem Wirkungsbereich des Erdelementars zurück. So. Gut. Irina kann eine kollektive Eisrüstung zaubern. Und auch für die Runde die Ära aktivieren, also die Fraktionsfähigkeit. Und dann lassen wir die Kappas wieder mal warten, damit die Erdelementare die Chance haben, hier ranzukommen. Dass wir auf sie schießen können. Und die Heilsoldaten sie schlagen. So, Kappas können jetzt wieder angreifen. Mit ihrer Wasserbombe. Und Runde 5. Auf meine Heilsoldaten ist immer noch Regeneration gewirkt. Deswegen lasse ich Irina einfach mal angreifen. Lass die Kappas warten. Ach, und töte einfach das Elementar. So. Übrigens, auf der Karte gibt es auch noch so besondere Objekte auf dem Schlachtfeld, wie man da oben gesehen hat, die Statue. Wenn eine Einheit dort ihre Runde beendet, kriegt sie in der nächsten Runde mehr Glück. Also im Fall von der Statue. Es gibt auch noch Kampfbanner und sowas. So, und wir haben die Mine gleich erobert. Aber vorher bauen wir mal wieder hier was aus. Für diese Sachen brauchen wir leider alle Kristalle, die ich nicht habe. Deswegen vor Ende der Woche gibt es jetzt erst einmal den Ausbau der Mauer. So, jetzt haben wir eine Mauer um unsere Stadt herum. Und können die Runde wieder beenden. Herzgrube ist erobert. Da wären Kristalle, aber da ist auf jeden Fall eine Schneemaid im Weg. So. Ja, ich würde sagen, ich breche jetzt noch die neue Woche an. Und Tote haben sich diesmal kaum bewegt, so wie es aussieht. So, und jetzt kann ich, da eine neue Woche ist, neue Kreaturen anfordern. Durch die Mauer kriege ich übrigens 50% mehr Kreaturen pro Woche. Ja. Das steht hier nämlich. Nee, halt. Kriege ich eine Kreatur pro Ding mehr. Durch die verstärkte Befestigung kriege ich nochmal eine mehr. Und durch die überragende Befestigung nochmal. Früher war es so, dass die Stadtmauern 50% mehr Kreaturen gebracht haben. Aber ich glaube, das haben sie abgeschafft, weil man da zu viele Kreaturen halt einfach produzieren konnte. So, als nächstes grade ich mal den Dorfplatz noch ab. So, dann sieht der auch schöner und größer aus. Das Stadtbild übrigens haben sie erst mit einem Patch eingefügt. Vorher war der nicht so schön. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den von den Nagas noch gar nicht gesehen. Ich muss sagen, den haben sie sehr schön hingekriegt, den neuen Stadtscreen. Auch mit dem Wasser und alles. Ich mag ja Wasser ziemlich gerne. Aber gut.
Damit würde ich mal sagen, da ich euch eine Woche Spiel gezeigt habe, also eine Spielwoche, würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Spielvorstellung oder meinem nächsten Projekt.